Zur Oberbürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag fiel die Wahlbeteiligung mit knapp 39% sehr gering aus. Woran das gelegen haben könnte, wollten wir in der Umfrage der Woche von Ihnen wissen. Ja, weil die Leute nicht mehr den Politikern glauben und sagen immer, ist egal, wen ich wähle, machen alle Mist. Das ist doch die Ursache. Das ist ja nicht neu und die kennt ihr ja alle. Es wird von viel versprochen und nicht gehalten. Nach den Wahlen wird alles wieder umgeschmissen und neue Gesetze werden erbracht. Damit ist alles wieder hinfällig. Wir werden ja nur noch beschwindelt. Und das ist das Problem. Deswegen sind die Wahlbeteiligungen so gering. Und die Jugend ist empfindlicher drauf wie wir Alten oder Älteren. Ja, die Leute sind vielleicht sehr enttäuscht. Unsere Stadt ist stellenweise sauber und stellenweise sehr, sehr dreckig. Dann fehlen Bänke. Man macht zu wenig für die Alten. Und Alte gibt es sehr viele hier. Das wird der Grund sein. Seit 1990 kämpft Hoyerswerda um den Anschluss zur Autobahn. So, und seit 1990 hat sie in der Frage gar nichts getan. Jeder wollte was tun, auch unser Oberbürgermeister. Der hat so viele Beziehungen nach Dresden. Man muss sich da mal durchsetzen können in der Frage. Die anderen Dörfer und Städte, die haben alle irgendwie eine Umleitung geschaffen für ihre Städte. Hoyerswerda hängt immer hinten dran, nur weil sie angeblich hier die Roten hier regieren. Danke. Naja, an der Unzufriedenheit der Leute. Das ist ja logisch. Was denn sonst? Nee. Ja, weil die Wahl ein für sich, wenn sie mit der Bundestagswahl zusammen gewesen wäre, ein Gang gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich alle gegangen. Aber so extra hinlaufen wegen Bürgermeister, der uns sowieso nicht viel bringt, haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Die Leute sind bequem geworden und faul geworden, auf Deutsch gesagt. So würde ich das erstmal sehen. Befassen sich zu wenig, wissen dann zum Schluss gar nicht von den 5 Leuten, wen sie wählen sollen. Nur dann gehen sie einfach nicht. Meckern danach, das ist das Schlimme. Ich sage immer, man kann da nicht anschließend meckern, wenn man nicht zur Wahl geht. So muss man damit leben. Wie Sie soeben gehört haben, bestimmt Politikverdrossenheit zunehmend das Wahlverhalten der Bürger.